Ja, und damit sind wir auch schon in Match Nummer 2 von insgesamt 4. Und zwar Tanitua gegen Nemesis. Ehemalig Team Namrell gegen die Anarchy, ehemalig Nation of Vengeance. Tja, beide dieselbe Pose, ergo beide verbissen. Zeichen der Verbissenheit. Und da gab es einen Insekiri an den Kopf von Tanitua. Mal gucken, ob der Samoaner hier gegen den technisch versierten Punk, Mettler, Biker, whatever, was er auch immer sein mag, auf jeden Fall gegen Nemesis. Gucken, wie sich der Samoaner da schlägt. Erstmal zeigt da einen Stunner und Nemesis muss erstmal nach draußen. Spin Kick. Und Nemesis befördert ihn einfach wieder in den Ring. Na gut, auch eine Möglichkeit. Aber mit dem Ellbogen, da flutscht es besser. Und da springt er rein, aber springt direkt in einen Griff von Tanitua, den Nemesis aber zu kontern weiß. Und Ellbogen. Mal wieder ein Ellbogen. Ja, der Ellbogen ging daneben, da hat Nemesis sich einfach mal aufgebäumt und gesagt, aua, aua, mein Kopf. Oh, schöner Northern Light Suplex hier von Nemesis. Aber gucken, wie Mr. Katana, zumindest steht es so auf seiner Hose, naja, Hose, in seinem Schlüpper höchstens. Oh, der zweite Elbow ging daneben, der erste hat gesessen. Ja, und sehr ellbogenfreudiges Match bisher. Dann Nemesis hier jetzt mit dem Konter. Na gut, warum auch nicht? Ja, der Schlag wird gekontert und harte Clothesline von Tanitua. Der Single Leg Dropkick ging ja wohl vollends irgendwo hin, nur nicht da, wo er hin sollte. Ah, Tanitua, der wittert hier jetzt seine Chance, richtig Gas zu geben. Und mal kurz Nemesis ein bisschen in die Matte einzumassieren. Ah, schöne Back-Neck-Breaker-Kombination hier von ihm. Sieht man öfters. In diesem Match bisher zum ersten Mal. Aber auch ein Nemesis weiß sich natürlich zu wehren. Ist ja schon lang genug dabei. Sehr, sehr lange sogar. Naja, so lange nun auch wieder nicht frisch in dieser Season hinzugekommen. Aber trotzdem hat schon ein wenig mehr Erfahrung als Tanitua. Und der bekommt jetzt erstmal Ellbogenstöße auf den Brustkorb. Ja, er bekommt sie ab. Das interessiert ihn gar nicht. Oh, was für ein Superkick. Da stand er, glaube ich, an Nemesis ein bisschen zu nah dran. Muss man da jetzt mal sagen. Ein bisschen sehr nah, auf dass er ihn direkt komplett weggedrückt hat. Ah, Nemesis kommt aus diesem Cover aber raus. Und, ja, was macht er? Er geht mit ihm spazieren. Jetzt geht's Richtung Ringseil. Wird aber rausgeworfen. Und zwar komplett rausgeworfen. Tanitua, der denkt gar nicht dran, sich hier draußen abfrühstücken zu lassen. Kommt man auch ein Kratzer ab, hat auch schöne bemalte Gesicht. Und was zeigt Nemesis? Der zeigt gar nichts. Der befördert erstmal Tanitua wieder zurück in den Ring. Er weiß natürlich, das Match muss im Ring entschieden werden, nicht außerhalb. Es ist kein False Count Anywhere Match. Aber Tanitua, der steht da auch wieder wie so eine Eins schon. Mit wieder Richtung Ringseil. Und wird wieder rübergeworfen. Also wenn da wirklich sein Finisher ist, dann muss ich den mal umstellen. Und jetzt, boah, da wirft er ihn ja praktisch gesehen am Ref vorbei. Jetzt macht er das Zeichen, er will es beenden.
Und dann nimmt da ihn hoch. Das wird dieser freihändige Piledriver. Dieser vernichtende Piledriver, könnte man so sagen. Wenn das Cover denn jetzt auch durchkommt. Es dauert sehr lange, bis er anfängt. Ja, und genau das hat Nemesis jetzt gerade mal so den Arsch gerettet. Da laufen die beiden noch ein bisschen gegeneinander. Und super Kick von Nemesis. Und jetzt liegt Hanetua flach. Allerdings dauert es auch wieder sehr lange, bis er das Cover anbringt. Und es reicht natürlich auch nicht. Ein Konter von Hanetua. Und da bringt er jetzt einfach mal das Cover an. Reicht natürlich immer noch nicht, das ist ganz klar. Aber ja, die Back-Neck-Breaker-Kombination gegen Nemesis. Und dann tritt er ihm nochmal die Nase ein bisschen platt. Und Nemesis mit dem Konter. Und Whip in. Nein, Konter Chin Jawbreaker oder wie man es auch mal nennen will. Tritt in den unteren Rücken. Na, Konter von Nemesis. Wieder ein Konter, diesmal von Tanetua. Das könnten jeweils die Finish-Versuche sein. Und jetzt nimmt er ihn und DDT. Taucht er einfach drunter weg und zeigt einen DDT. Aber es bringt nicht den gewünschten Erfolg. Und wieder dieser Konter. Jawbreaker von Nemesis. Oh, ich glaube, es geht in die Endphase. Das Match wird schneller. Ah, schöne Twisted Rückhand. Da gab es auch jetzt mal einen Konter Neckbreaker und Dragon Sleeper. Den hat Z früher auch als Finisher benutzt. Jetzt macht ihn Nemesis, muss aber lösen. Ah, Tanetua, der schmeißt ihn da einfach mal weg und zeigt einen Cover. Ah, Nemesis kommt aber wieder raus. Ah, Konter von Tanetua, er muss sich ja nicht alles bieten lassen. Konter von Nemesis. Ich glaube, das sind so die Finisher, die hier so hin und her getauscht werden. Knockout-Kick an den Schädel. Jetzt ist Tanetua sauer. Was interessiert Nemesis nicht, der zeigt einen Neckbreaker. Und ich glaube, Nemesis will eine Runde fliegen. Fliegt aber daneben. Und jetzt in der Ringecke, was sehen wir? Einen kleinen Rückenkorrektur-Move. Und Whip in, harter Whip in. Und nein, da kann Nemesis kontern. Ich schätze mal, da sollte mir der Piledriver kommen. Hat sich Nemesis nur verflucht schwer gemacht und Nemesis fliegt heran und fliegt daneben. Und Butterfly Suplex. Und Cover. Nein, immer noch nicht die Entscheidung. Meine Güte, die beiden, die geben sich's ja hier so richtig ordentlich. Das hat ja schon fast Main-Event-Charakter. Aber wie gesagt, nur fast. Auf jeden Fall schön mit anzusehen, dieses Match. Es geht ganz gut hin und her. Konter folgt auf Konter und Platzwunde bei Tanetua. Und das Cover. Nein, immer noch nicht. Bringt dieser Superkick jetzt die Entscheidung? Ich würde mal sagen, ja. Tanetua ist am Saften wie Bulle und er verliert dieses Match. Nemesis gewinnt nach langer Zeit ein Match. Oder besser gesagt, er gewinnt überhaupt mal ein Match. Ist ja auch nicht unbedingt immer so gegeben. Ja, er jubelt. Darf er auch. Ja, und wir kommen flugsgeschwind zum nächsten Match. Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zum dritten Match. Ryo Nashimaru gegen die andere Hälfte der Anarchie, den Tag-Team-Partner von Z, von Nemesis meine ich natürlich.
Ja, Nemesis hat ja an diesem Abend bereits ein Match gewonnen gegen Tanetua. Mal gucken, ob Zed den Japaner jetzt ausschalten kann. Nemesis hat ja den Samoaner ausgeschaltet. Mal gucken, ob Zed den Japaner ausschalten kann. Gut, Rio Nishimaru ist natürlich mal wieder eine ganz andere Hausnummer als Tanetua. Sehr, sehr viel erfahrener. Kam ja auch schon in Staffel 2 vor. Und wie schon mal häufiger gesagt hat, ist er wieder zur NJPW zurückgekehrt, dann daraus gegangen und dann quer durch Asien getourt, Independent League etc. etc. und jetzt wieder zurück beim Universe und hat auch hier schon ordentlich abgesahnt, möchte ich mal sagen. Hat ja auch schon gegen Triple H gewonnen. Nur halt der große Erfolg blieb bisher immer so ein bisschen auf der Strecke. Ist ja auch der Tag Team Partner von Kane. Nennen sich ja die Ministry. Ja, mal gucken, wenn er heute Abend natürlich gegen den ehemaligen United States Champion gewinnt, ist das natürlich auch ein Aushängeschild. Aber auch das Match muss erstmal gewonnen werden. Ach, Entschuldigung, da musste ich gerade mal gehen. Das ist ein bisschen spät schon. Aber das ist mir egal. Ich tue das alles für euch. Gebt ein Like für das später Aufnehmen und das lange Wachbleiben. Und schreibt es in die Kommentare, wie spät es gerade bei euch ist. Während ich hier so ein bisschen Zettelei gerade mal sortiere. So, mache ich gerade mal nebenbei. Ich konzentriere mich natürlich auch noch aufs Match. Rio Nishimaru wischt momentan ein bisschen mit Zed den Boden auf. Also der ehemalige United States Champion tut nicht gerade momentan das, was man von ihm erwartet, nämlich sich gut darstellen, damit er den Titel zurückgewinnt. Nö, nö, das tut er momentan überhaupt nicht. Und darauf einen Schluck Kaffee, meine ich. Ah, Kaffee belebt müde Geister. Naja, nicht so auf Kaffee wie Cola, also. Oder wie Wasser, wie man auch so schön sagt. Oh, Zed wehrt sich. Ein Tritt und jetzt kommt. Oh, mit dem Knie auf den kleinen Kopf. Und noch ein Dropkick. Ja, da sollte erst ein Punch kommen, wurde aber gekontert und Zed ist am Ende der Glückliche, der jetzt aber auch nach draußen muss. Und mit einem Dropkick nach ganz draußen befördert wird. Das macht schon fast gar keinen Unterschied. Ja, Rio, der bearbeitet ihn hier weiter mit Kicks und hab da nicht gesehen. Aber ein Zed, der tritt einfach mal zurück und zeigt einen German Suplex. Eine German Suplexe. Und was kommt jetzt? Ein DDT. Auf den harten Betonboden, wo ja wirklich nur eine Gummimatte drüber liegt. Aber das Spielchen kann Rio Nishimaru auch. Und er geht jetzt wieder rein. Zed folgt nur auf einer anderen Ecke. Andere Seite des Ringes. Ein schöner, naja, nicht schön, aber praktisch. Ein Kehlkopfschlag. Aber der Rückwärtssalto war definitiv schön. Schön anzusehen. Das Cover war. Das war ein Two-Count. Da zieht er Zed die Füße weg. Ja, Butterfly Suplex gegen Sister Kyoko in diesem Match. So könnte man es auch sagen. Ja, und da macht das Zeichen. Sister Kyoko ist in the house. Oder auch nicht. Da verneigt er sich. Zeichen des Respekts. Ah, da ruht er sich mit seinem Riese aus. Wird mit einem Shoulderblock und ja fast schon ein Spear nach draußen befördert. Und was hat Zed jetzt mit ihm vor? Der geht, müssen mit ihm spazieren. Man denkt sich so, nö, nö, du nicht. Oh, da hat er die Ringtreppe mit erwischt. Das tut natürlich richtig gut. Oh, Power Slam und das durch die Ringtreppe.
Hey, laut Grafik war er in der Ringtreppe. Ja, Zed geht wieder rein. Ryo, der durfte ein bisschen Bekanntschaft mit dem Ringpfeiler schließen. Und da sehen wir den ganz klassischen Neckbreaker, den Sit-Down-Neckbreaker. Und diesen Falling Elbow. Und Octopus Stretch. Wird Zed jetzt tappen? Nein. Er schmeißt Ryo Nishimaru einfach mal so über sich rüber. Boah, und jetzt klaut er ihm sein eigenes Catch Prize. Oh, jetzt ist Ryo, glaube ich, ein bisschen sauer. Aber da muss er aber ein bisschen aufpassen, dass er nicht in einen Konter von Zed reinläuft. So schön die Gegner einfach provozieren und dann sie ins offene Messer einfach reinlaufen lassen. Nee, da sollte erst ein DDT wahrscheinlich kommen, aber Ryo, der dreht das Ganze hier. Jetzt zeigt er ihm nochmal, wie es ein Japaner macht mit dem Catch Prize. Rennt ihm aber dann entgegen. Gut, der Klosser ist ausgewichen. Und was macht jetzt Zed? Der nimmt ihn und schmeißt ihn einfach irgendwie auf die Matte. Holt sich aber nicht den Sieg gegen den jungen Japaner, der ihn jetzt ganz schnell mal einrollt. Umgedreht. Und wie... Oh, jetzt geht er schon wieder los. Weckt mich einer, wenn es weitergeht. Schreibt es einfach jetzt in die Kommentare. Ja, okay. Hat sich gerade erledigt. Also, nächstes Mal, wenn sowas passiert, könnt ihr ruhig reinschreiben. Aufwachen, wenn die fertig sind. Und eine Minute dazu. Dann sehen die Leute auch, wie lange dieser Bullshit mal geht. Also, das Rumgedreht. Und mal gucken, in welchem Match am Ende einer Season die meisten drinne sind. Das könnt ihr für die anderen Parts natürlich auch noch ganz gerne nachholen, wenn ihr das denn möchtet. Ich zwinge keinen zu was, aber jetzt geht's erstmal auf sein und ab nach vorne. Was für ein Move. Ah, da hebt er ihn hoch, obwohl Ryo Nishimaru eigentlich fertig ist mit der Welt. Aber Zed will ihn noch bluten lassen und das hat er jetzt auch getan. Und das war's auch. Ryo Nishimaru jetzt, hoffentlich ist ihm jetzt nichts passiert. Weil der Move, der hat bestimmt so richtig gezwiebelt im Oberstübchen. Zed, der will gar nicht feiern. Ja, und wir kommen jetzt zum Main Event. Es ist ein Triple Threat Diesel Match. So viel kann ich schon mal verraten.